Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Shaman King Master of Spirits. Im heutigen Part geht es da weiter, wo wir beim letzten Mal so elendig oft gestorben sind. Und ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung, was ich zu tun habe. Natürlich hier hin und her schwingen. Und ich glaube, der Roboter war der Grund, weshalb ich gestorben bin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte die Aufnahmen ja getätigt, als es mir nicht allzu gut ging. Das heißt, da war ich auch nicht ganz auf der Höhe, als ich es gespielt hatte. Hoffen wir mal, dass das jetzt eher der Fall ist. Komm, Blockmann. Ah, come on. Das wollte ich vermeiden. Damn, ich dachte, wir haben den Panzer, aber nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir ihn. So. Wenn er nicht so blöd platziert wäre, würde ich mir gar nicht erst die Mühe machen, gegen ihn zu kämpfen. Aber da können wir nicht allzu viel gegen machen, leider. Okay. Und zack. Oh nein, ernsthaft? Ich hasse es, dass Chloe nicht auto-aimed auf die Teile geht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wir sind sowieso so gut wie tot. Ich habe auch nichts zum Heilen. Ich glaube, ich könnte einfach sofort resetten an dem Punkt. Homing Pendulum. Das Ding heißt Homing Pendulum, aber so homing ist das Pendulum gar nicht. So, hier wollte ich testen, ob ich da einfach... Nein, kann ich nicht. Achso, ach ja, stimmt, das war ja, dass ich... Egal. Egal, 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 passt ja. Ich weiß jetzt wieder, was ich zu tun habe. Ich muss da unten durchsliden. Ja, ist gut, ist gut. Gar, das dauert so lang. Ich muss unten durchsliden und dann komme ich... Oh, mein... Nein, nein! Kann ich einfach das Spiel resetten? Kann ich einfach das Spiel resetten? Das ist so eine herbe Zeitverschwendung an dem Punkt immer. Deshalb frage ich mich gerade, wie einfach... Ja, ich kann technisch gesehen das Spiel einfach resetten. Da habe ich mehr gekonnt. Okay, ich habe einmal resettet und von dem, was ich habe, können wir uns noch einen Hamburger leisten. Das sollte ich auch mal tun, weil wir in vielerlei Hinsichten wahrscheinlich besser dran sind, wenn ich mich mindestens einmal gut heilen kann in dem Gebiet. Die Gegner machen viel zu viel Schaden und es kostet echt viel Zeit, hier überhaupt vorwärts zu kommen. Oh mein Gott. Na komm, mach doch mal was. Nein! Sein Pattern ist ja nicht mal schwer. Es ist einfach nur lästig, wenn man mitten in der Combo steckt und dann halt nicht dodgen kann. Und dass man halt auch so lange gestunt ist wegen seinen Schlägen, ist halt auch nervig. Bleib da! Okay. Das ging irgendwie gut und ich weiß nicht wie und ich sag nichts dagegen. Das... War auf jeden Fall nicht das Verkehrteste für uns. Das war nicht geplant. Muskel. Ach genau, ich hatte hier Miktokagero. Ich glaube, ich sollte mal, einfach nur weil ich jetzt so viel meine Sets switche, ich sollte einfach mal alle ausrüsten mit zumindest den Silbersachen, Silberschild. Und Silberstab. Und ich denke Silberschwanz. Also Silberschild. Silberstab. Und Silberschwanz. So.
Gut, das Schäfchen braucht immer eine Weile, bis es Anlauf nimmt. Das heißt, wir haben... Oh mein Gott. Ja. Jag mir auch nicht so eine Angst ein. Das Schäfchen braucht immer so eine Weile, bis es Anlauf nimmt. Das heißt, wir haben da immer so ein bisschen Leeway. Und jetzt können wir mit Li Pai Long hier wieder unter dem Roboter durch. Daodando. So, dann war das... Ach ja, man kann hier ja nicht nach oben schlagen. Okay, das hat funktioniert. Da sage ich nicht nein zu. Sehr gut. So, jetzt müssen wir eine Weile warten, bis der Roboter durchgelaufen ist. Weil hier komme ich offensichtlich erstmal nicht durch. Einen Schritt muss er noch machen, dann kann ich Safe Chloe einsetzen. Ja. Okay. Schneller. Und noch ein Schwung. Und zack. Jawohl. Puh. Das ist anstrengend. Ich will so sehr das Ende des Gebiets sehen, Leute. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder 6 Minuten in der Aufnahme drinne. Und im Prinzip haben wir nichts weiter als das vom letzten Part bisher gesehen. Oh mein Gott. Ich meine, jetzt habe ich ein bisschen mehr Konzentration in meinem Gameplay. Das heißt, das ist jetzt nicht zu schlimm, denke ich. Als beim letzten Mal. Ich kann froh sein, dass ich bei Le Cirque nicht zu lange gebraucht habe, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Oh, das war ein gut... Das war... Ah. Genau, hier hatten wir Zariel. So, dann schwingen wir und müssen... Nein, es hat nicht gereicht. Ah, okay. Ach, come on, Chloe. Okay. Wow. Jetzt haben wir aber eine Menge Schwung. Aber es hat nicht gereicht, um das darüber mit Chloe zu erwischen. Ah, Mann. Okay. Okay. Nochmal so richtig Schub. Und jetzt müsste es reichen. Okay, lieber so, als einfach nur den Schaden gefressen. Von der Bombe. Und zurückgeflogen. Okay, ich glaube, hier bin ich beim letzten Part gestorben und hatte dann... Ah ja, ich sehe wieso. Und hatte da aufgehört. Das ist so unfair. Come on, wirklich, Chloe, was soll das? Warum entziehst du mir einfach das Momentum? Oh! Nein, vergiss es. So. Nein! Das kann doch nicht sein! Oh mein Gott! Puh! Und noch einer. Okay, aber den konnten wir one-shotten. Heilige! Was zur Hölle? Okay, das dürfte kein Problem sein. Das machen wir easy. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade safe durchkommen soll. Ich sehe mich eigentlich nur, wie ich da sterbe und ich habe gerade keine Lust zu sterben. Nein. Die Kugel war off. Ich habe sie nicht mal sehen können. Also ich muss sagen, so sehr mir das Spiel an sich gefällt, jetzt, es wird langsam unerträglich. Es wird wirklich langsam unerträglich. Lass bitte hier unten einen Schlüssel sein oder so. Und selbst wenn, ich glaube, ich würde dann sogar das Level einmal verlassen dafür. Einfach nur, weil manche Sachen hier gerade einfach zu widerlich sind. So, Tokagero. Genau. Dann warte ich auf die nächste Salve von euch beiden. Zack. Okay. Und jetzt nehmen wir Li Pai Long und gehen hier durch.
Okay, das war... Natürlich war der Schlüssel unter der Presse. Natürlich war der Schlüssel unter der Presse. Ich hab's mir doch fast... Verdammte Axt. Okay. Na gut. Na gut. Ich bin ehrlich. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann werde ich einen Großteil des Levels einfach skippen. Also ich werde es halt nicht onscreen zeigen, sondern werde es halt einfach skippen. Und wir werden dann nur noch sehen, wie ich durch das Levelende laufe, weil ich kann das auch wirklich einfach gar nicht vertragen. Dieses Level ist so dermaßen schrecklich designt, dass ich halt echt nicht wirklich Spaß daran empfinde, mich hier durchzumanövrieren. So ein bisschen wie die Lava-Höhle, bei der ich auch schon gedacht habe, oh mein Gott, das ist schon die Grenze des Zumutbaren. Ich hab dich gesehen, wie du deinen Wurfarm da oben verbreitet hast. Genau. So. Okay. Jetzt muss ich wieder eine ganze Menge Schwung holen. Ich finde es auch schade, dass wir Preise... Oh mein Gott. Dass wir preistechnisch nicht die Möglichkeit... Oh, wait. Ich wollte gerade mal was versuchen. Nein, das hat nicht funktioniert. Oh, das könnte funktionieren. Lass mich probieren. Dass wir preistechnisch halt nicht hinterherkommen mit den Preisen aus dem Supermarkt. Ach, nee, es hat nicht funktioniert. Ich dachte, er justiert seine Position da oben, aber dem war nicht so. Hallo? Hallo? Okay. Na, oh, ich hasse es. Warum ist Homing Pendulum so schrecklich? Und warum... Ah, egal. Wir haben nur noch einen Hit, den wir tragen können. Und wie gesagt, danach mache ich das Level halt einfach von mir aus, weil... Ich kann das echt langsam nicht mehr. Irgendwie ist es aber auch so, dass ich in letzter Zeit viel zu viele Spiele habe, die mich so negativ beeinflussen. Ich habe nämlich beispielsweise vorgestern Is 1 durchgespielt. Und Is 1, der finale Boss... Ja, okay, 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 okay. Ich hätte hier nur sterben können. Ich hätte wirklich nur sterben können. Is 1, der finale Boss, ist einfach so plain stupid unfair. Ich habe, glaube ich, 50 Versuche oder so gebraucht, bis ich ihn geschlagen habe. Die Versuche selbst dauern glücklicherweise nicht so lange bei ihm, weil man halt immer nur eine halbe Minute oder so gegen ihn kämpft. Aber es war wirklich viel zu viel Zeit, die für diesen dämlichen Bosskampf, der halt übrigens zu 95% RNG ist, weil er hat zwar einen Pattern, aber ihr könnt bei diesen Pattern nicht viel Einfluss darauf nehmen, ob ihr ihn trefft oder nicht. Das ist alles komplett RNG-abhängig. Und das hat mich so gewurmt. Das war so ein dämlich unfairer Kampf, dass selbst derjenige, der den Guide geschrieben hat, der das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hat, gesagt hat, Dude, du brauchst halt eine Menge Glück, um diesen Kampf zu gewinnen. Und so sollte kein Bosskampf sein. Wollt ihr nur kurz loswerden? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nach dem Cut wieder, wenn ich das Level gemacht habe. Und bis gleich. Okay, Leute. Ich bin noch nicht fertig mit dem Gebiet, aber ich habe den Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der ist wirklich, wirklich perfide. Also, ihr habt hier zwei Hindernisse, die ihr überwinden müsst. Einmal diese Stampfen, wo dann zwischendrin immer eine Kanone ist. Und dann habt ihr einen Fließband, einen Laufband, bei dem ihr immer natürlich dagegen laufen müsst. Und auf der anderen Seite sind zwei Kanonen, die natürlich auf euch schießen. Und logischerweise, wenn ihr getroffen werdet, werdet ihr dann wieder direkt zurückbefördert. Und das war wirklich super, super, super nervig zu machen. Ihr seht vielleicht, ich habe auch Li Pailong und Chloe gerade ausgerüstet. Und ich habe einfach bei allen jetzt Muske mit reingenommen für den Extraschaden, damit ich die Sets einfach nicht die ganze Zeit wechseln muss, weil das war sehr nervig. Und jetzt können wir... Natürlich, die Kugel fressen, das war so klar. Aber jetzt können wir endlich die Tür unten öffnen.
Und wir haben den schlimmsten Teil des Gebietes hinter uns. Und ich hoffe, dass es auch direkt danach das Ende des Gebiets ist, weil ich habe einfach so keinen Nerv mehr. Na komm, schieß. So. Zu sagen, dass dies bisher eins meiner frustrierendsten Let's Plays ist, das ist fast schon eine Untertreibung. Also, an sich, zu Beginn war ich sehr, sehr positiv gestimmt auf das Spiel. Aber je länger es lief, umso schlimmer wurde es teilweise mit den Gebieten. Und das hier ist wirklich der bisherige Tiefpunkt von dem Spiel. Und inzwischen... Ach, natürlich hast du mich getroffen. Und inzwischen wünsche ich mir eigentlich nur noch, dass das Spiel vorbei ist, bin ich ehrlich. Och nee, jetzt noch so ein Typ. Wieso kommen mir tausende Fledermäuse gerade? Nein! Das wollte ich nicht. Wait, du kommst da durch? Vielleicht kann ich dich gut genug treffen, dass du mit einmal stirbst. Jawohl. Miguel. Oder Miguel. Vermutlich einfach nur Miguel. Es ist immer noch nicht das Ende des Gebiets. Was? No way. No way. Jetzt hat er auch nicht mal so viel Freiraum von Bewegung her unter sich. Ich will meinen Burger nicht verschwenden. Da, Dando. Ah. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Bis gleich. Okay, wir sind wieder an der Stelle. Ich finde es so dämlich, dass man die Roboter nicht bekämpfen kann. So. Zack. Zack. Ah. Okay, gut. Ich meine, es hat irgendwie funktioniert, aber... Damn. Was? Ich konnte nicht mal so schnell reagieren. Man. Da nur Silbermünzen. Man. Na komm, wirf. Wo ist die Bombe? Ach, die ist eine Etage über dir gelandet. Okay. Die hier aber nicht. Homing Pendulum. Wow. Sag mal, wie lang ist das Gebiet noch? Müssten wir nicht langsam am Ende sein? Ach, come on. Ech. Man kann offensichtlich noch ein Stück höher und ich will eigentlich noch ein Stück höher gehen. Aber... Ach, wisst ihr was? Oh mein Gott. I don't care anymore. Ich will wirklich einfach nur das Gebiet verlassen. Okay, gut, jetzt kann ich von hier aus weiter. Oh mein Gott, die ganzen Elektrofledermäuse. Lass mich durch. Oh, wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben das schrecklichste Gebiet hinter uns. Oh mein Gott, lass mich so speiern. Wir haben genug, um noch zwei Burger in die Tasche zu drücken. Das machen wir sowas von. Die werden wir brauchen. Und es ist ziemlich still. Sieht so aus, als wäre niemand hier. Oh, es ist Jan. Nur eine heilige Klinge kann über ein derart reines Furyoko verfügen. Wir Ex-Laws sind die Träger des geheiligten Lichts. Großartig, und was jetzt? Verbeugt euch vor dem einen Licht der Hoffnung, das von hoch oben herniederstrahlt. Der eisernen Jungfrau Jan. Steckst du die ganze Zeit in diesem Käfig? Ich würde das ziemlich unbequem finden. Diese Kammer ist ein Symbol meiner Entschlossenheit. Ja, es ist buchstäblich eine eiserne Jungfrau, in der sie da drin steckt. Sie ist die Quelle meiner Macht.
Und sie schirmt meine Augen vor den Gräueln der Welt ab. Finsternis umhüllt all jene, die auf diesem Planeten wandeln. Traurigkeit und Kummer machen sich in aller Herze breit. Eine schreckliche Situation. Siki ist die Wurzel dieses Übels. Er muss den Zorn der Gerechtigkeit verspüren. Yo, Asakura, wirst du dich uns bei dem Versuch anschließen, Siki zu besiegen und der Welt den Frieden zu bringen? Bei allem Respekt, werte Jungfrau, aber wir brauchen keine Hilfe von Leuten seiner Sorte. Marco, du solltest nicht vorschnell über andere urteilen. Yo ist für die gerechte Sache unentbehrlich. Ja, Siki muss definitiv verschwinden. Aber zuerst muss ich mich um Magister kümmern. Ich kann jetzt noch keine Entscheidung fällen. Respektloser Narr. Ein Angebot unserer geweihten Dame abzulehnen. Die Gesetze der höheren Welt verlangen es, dass wir das Böse, dass das Böse vernichtet wird. Das Böse gewähren zu lassen, wenn man weiß, dass es existiert, stellt ein schweres Verbrechen dar. Vergiss Magister und arbeite mit uns zusammen. Ja, also, ich weiß nicht so recht. Mir scheint, dass ihr gar nicht so viel anders seid als Siki und Magister. Ihr wollt alle auslöschen, die nicht genauso denken wie ihr. Wie kannst du es wagen? Dein Verhalten betrübt mich. Marco, zeig diesem Verbrecher die Macht unserer Gerechtigkeit. Für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Es wurde gesagt und es wird getan. Mein Erzgeist wird die Klinge der Bestrafung erheben und dein verräterisches Herz mit Gerechtigkeit erfüllen. Damn. Okay. Es ist erstmal Reverse Base Harrier. Und ich denke, jetzt kommt er in den Nahkampf. Ah. Come on. Hey, was? Okay, ich muss springen, sobald er runterkommt. Ah, sagt er, und ich habe gerade damit gerechnet, dass das Schwert runterdroppt. Das Schwert ist ziemlich... Oh. Das Schwert ist ziemlich unberechenbar. Ach nee. Und zum Glück macht ihr nicht im Ansatz so viel Schaden wie die Kanone aus dem Level davor. Okay. Ich brute-force das ganze Ding jetzt gerade. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Weil die Bossgegner im Spiel haben ja nicht allzu viel Leben. Zumindest kam mir das bisher so vor, ja. Und damit haben wir Markus Erzengel besiegt. Wie kann das sein? Das genügt, Marco. Was sagt ihr da, meine Dame? Yo, Asakura, du kämpfst mit einem starken Herzen. Bitte erlaube Marco, dir bei deiner Mission behilflich zu sein. Aber Jan! Die Rechtschaffenden wandeln oft auf einem einsamen Pfad. Manchmal kann auch Kooperation vonnöten sein. Natürlich. Nimm meinen Erzgeist, Michael. Wow, toll! Aber was bringt er uns jetzt? Ich werde die eiserne Jungfrau zur Herberge begleiten. Mögen wir ihnen zulassen, dass das Licht der Hoffnung erlischt. Okay. Wir müssen wirklich langsam kurz vorm Ende sein, weil unsere Quote derzeit ja auch schon bei 79% liegt. Ich denke mal, die nächsten 2-3 Parts sind dann auch vermutlich die letzten. Ich wäre vermutlich schon sehr viel näher am Ende, wenn es nicht für diese dumme Fabrik gewesen wäre. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Gebiet und ich hoffe ihr auch. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende des Spiels. Und Metapher Refantasio ist runtergeladen. Gutes Timing. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut.